Damenwelt, würde ich gerne ermuntern und ermutigen, macht doch mehr Video. Video, ja, erfüllt dich, ja, es ist eine Selbsterfüllung. Video verhilft dir auch strukturiert zu arbeiten. Video verhilft dir zu mehr Skills. Ja, ich muss ja einmal die Kamera bedienen, ich muss das Licht hier einstellen, ich muss den Ton einstellen, dann natürlich auch eine Produktion von dem Video gestalten. Und damit entwickle ich mich natürlich auch weiter. Und vor allen Dingen, jetzt stell dir vor, bei 14 Millionen Dachmitgliedern gibt es nur 144 Menschen, die wirklich Video machen. Damit stichst du natürlich automatisch auch aus der Masse heraus. Und Ja, damit, da könnt ihr definitiv euch auch einen Namen damit machen. genau, einen Namen machen, und es geht ja auch um Neukundengewinnung, oder? Das muss man ja auch ehrlich sagen. Also es ist ja viel Arbeit, Content zu kreieren, auch diese ganze Auseinandersetzung mit der Technik, auch die Investition in das ganze Equipment. Und das darf oder muss dann auch zurückkommen. Und das ist natürlich auch sehr vorteilhaft oder bringt auch einen Mehrwert, sich auch zu zeigen, auch im Sinne der Neukundengewinnung. Wie siehst du? Korrekt, korrekt. Also ich sag mal so, probiert es einfach mal aus mit dem Video. Kommt in die Dach TV, da ist ein sicherer Raum. Da könnt ihr euch mal mit dem Video ausprobieren. Unser Motto ist, blamiere dich täglich. Aber bis heute, Alexandra, habe ich noch niemanden gesehen, der sich wirklich da blamiert hat. Weil an und für sich nehmen wir dann mit Humor, wenn irgendwas nicht klappt. Aber selbst die Profis bekommen auch kein 100% Video hin. Und selbst die Profis sagen, und das ist ja das Interessante in der Dach TV, endlich können wir mal Videos mit unserem Smartphone machen, Genau. wo wir jetzt keinen Tontechniker, Lichttechniker, Regisseur vor uns haben, sondern einfach ein Video machen nach unserem Gusto, nach unserer Lust und dann das veröffentlichen können. Also komm gerne in die Dach TV und probier dich aus. Wenn du es ausprobiert hast und du stellst fest, es ist doch nichts für dich, alles klar, dann lass es, dann mach Bildposts, Fotoposts, schöne Texte. Damit kannst du natürlich auch auf LinkedIn ja, für dein Branding werben. Aber mit Video ist es natürlich eine ganz Ja, besondere Sache. das heißt, was ich da so heraushöre, die Art, wie jemand auch Content kreiert, muss stimmig sein. Wenn jemand sagt, ja, ich schreibe sehr gerne, dann soll er das auf jeden Fall nutzen. Oder er macht Genau. ja Artikel oder macht Posts und einfach einmal ausprobieren, wie das ist mit Videos, und dann einfach ja selbst die Erfahrung machen. Mache ich da weiter oder nicht? Aber einfach einmal versuchen, das habe ich so rausgehört. Und einfach einmal ins Tun Genau. kommen, oder? Genau, genau so ist es, ja. Schön, ja. Wie war das, wie du das erste Video online gestellt hast? Kannst du das einmal so erklären oder hat es da Emotionen gegeben? Absolut. Ich muss ja dazu sagen, wie bin ich jetzt zu dem LinkedIn-Video eigentlich gekommen? Und da müsste man ja jetzt eigentlich in meine Schulzeit zurückgehen. Im Gymnasium, hatten wir die Wahl zwischen Schreibmaschine und Videokurs. Und ich habe damals, Schreibmaschine hat mich nicht wirklich emotional, ja, berührt und habe gesagt, ja, ich gehe mal in den Videokurs rein, also als 16-Jähriger. Und du musst dir das aber so vorstellen, von Smartphones, es gab ja noch nicht mal Handys, ja. Es gab noch nicht mal schnurlose Telefone. Wir mussten noch eine Mailscheibe wählen. Und entsprechend war da ein Monitor, ein Fernseher, eine Riesenkamera. Ich erinnere mich noch, wir hatten auch schon eine Challenge, die hieß da, geh mal durch die Stadt Bayreuth und befrag mal die Menschen, was sie unter dem Wort Heimat verstehen. Ich gehe jetzt aber nicht auf den Inhalt Heimat ein, das würde zu weit führen. Und hab dann, hinterher haben wir dann in der Gruppe versucht, dieses Video mit Untertitel und alles Möglichen zu versehen. Aber das war sowas von aufwendig und ich habe damals schon gesagt, also das kannst du vergessen, wenn du da nicht ein Studio hast, ist das nichts. Aber was mir halt gut gefallen hat, war dann die entsprechende Instruktion, wie du die Kamera führst, Licht, Bild, Ton, also diese Dinge. Also das schlummerte noch in mir drin. Und als ich Ende letzten Jahres in LinkedIn, ich bin seit eigentlich schon 2008 in LinkedIn, aber bis Ende letzten Jahres war ich da nicht wirklich aktiv. Ich habe immer mal geguckt, was sich da tut, fand es auch ein Stück weit boring, langweilig, viel Werbung und viel, sagen wir mal, verkäuferische Geschichten auf LinkedIn.
bis ich auf zwei Damen aufmerksam wurde. Das eine war die Shay Rowbottom aus USA. Yeah. Die sollte man dann auch hier in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Und die andere Dame war die Natalia Wichowski, die auch in unserer Expert-Zeit ist. Ja. Und ich habe gesehen, wow, die machen jetzt Video mit ihrem Smartphone, schneiden das Ganze auch recht interessant und kümmern sich jetzt gar nicht mal so um den Verkauf, sondern bieten Mehrwert. Und jedes Video, was ich da angeguckt habe, war wirklich vollgespickt von Mehrwert. Und hat wirklich Interesse generiert bei mir. Und ich habe mir die beiden dann angeguckt im Profil und habe dann gesehen, dass Shay Rowbottom ja eine Social-Media-Agentur ist und auch LinkedIn-Videos für andere schneidet. Aber das Schöne war, sie hat da gar nicht jetzt direkt darauf abgezielt, sondern das war einfach in ihrem Profil dann drin. Wer mit ihr zusammenarbeiten wollte, konnte sich dann eben bei ihr in der Webseite melden. Und bei Natalia Wichowski genauso. Sie hat Mehrwert geliefert. Und wenn du jetzt auf ihre Website geguckt hast, hast du gesehen, sie macht Keynote-Speeches. Sie macht ein Group-Consulting. Damals war es noch 1:1-Consulting. Und als ich das letzte Mal dann nach Dubai geflogen bin, hatte ich ja der Natalia geschrieben, du Natalia, ich würde dich gerne mal kennenlernen. Und da kam es eben zu diesem historischen Treffen mit Natalia und das fand ich ja so klasse. Und sie hat dann auch dieses Feuer der Begeisterung, sagen wir mal, für LinkedIn dann bei mir geweckt. Und seitdem bin ich da auch sehr, sehr aktiv. So kam ich zu LinkedIn Video und deine Frage war mein erstes Video. Also mein erstes Video war am 5. Januar 2019 in der Turkish Airlines 1504 und zwar 15 Sekunden Videosnippet und ich habe Rotz und Wasser geschwitzt. Oh, yeah. Ja. Also